Hallo und herzlich willkommen zurück zu Düsmintel. Ich darf euch wieder willkommen heißen. Wir sind hier bei der Gruft. Und wir wollen nochmal reinhüpfen, welche Scheiße da wieder auf uns wartet. Ich bin so gespannt. Es ist jedes Mal eine echte Überraschung, finde ich. Ja, und neiklettern. Sehr schön, Nico. Nach dem Licht ausgerichtet. Ja. Wow. Sechs Hebel. Okay. Wir ziehen mal den. Den können wir ja so steuern. Okay. Oh. Wir kriegen das Licht dahin. Okay. Hä? Ich kann mit dem auch den steuern. Okay. Ja. Okay, das ist der, das ist der. Warte, so. Nice. Ah, ich verstehe. Der da und was geht hier nochmal? Hier ist die gleiche Scheiße. Warte mal. Gibt es hier irgendwas zum... Nee, gibt es ja nicht. Okay. Den, ja, den brauchen wir gerade nicht. Warte mal. Ah, man dreht immer zwei. Was sollen die... Nein, man dreht... Ich hasse das Spiel. Man dreht immer zwei. Warte mal, wir müssten das ablenken. Ich weiß leider nur nicht. Das ist echt ein bisschen Glückssache, oder? Das Dumme daran ist, wir müssten wahrscheinlich nach oben lenken, ne? In die Richtung muss das Ganze... Ey, das ist ja unnötig kompliziert, oder? Weißt du, wenn sie einem wenigstens einen Anhaltspunkt geben würden. Ich muss die Scheiße darüber lenken, das ist mir schon klar. So. Ja, so! So muss... so muss das... Warte, das kriegen wir hier auch hin. Ich habe genau gewusst, was ich mache. Also, auch wenn das nicht so aussah, das war ja hochprofessionell. Dahingehend, dass ich genau wusste, welcher Button für was. So. Wir haben es geschafft. Ich finde solche Rätsel immer so semi-professionell. Wir haben das letzte Mal den Schlüssel geholt, um das Tor zu öffnen, damit wir an die Stromgrube kommen. Und ich würde jetzt hier eigentlich nur noch die dunklen Flecken ein bisschen aufdecken wollen, insbesondere hier unten. Also mehr in die Richtung. Und sobald wir die aufgedeckt haben, dann würde ich mit euch natürlich zur Stromgrube gehen und mal gucken, was uns dort erwartet. Also ich bin echt neugierig, was es mit dieser merkwürdigen Grube auf sich hat. Hey, Überraschungseffekt läuft heute. So, was haben wir hier? Eine Hütte. Vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzes Sorry, also vor zwei Tagen ist das Video nicht so schnell gerendert worden von YouTube, wie ich mir das erhofft habe. Warum auch immer.
Ich sag ja mal, gutes Personal ist schwer zu finden. Ich habe keine Ahnung, weil normalerweise gehen die Videos immer 2 Tage vorher online, damit halt zum Zeitpunkt des Anschauens auch 1044p zur Verfügung steht. So soll das auch sein und so möchte ich das auch. Und ich kann aber nicht genau sagen, was da passiert ist. YouTube hat es mir nicht verraten. Typischerweise. Ich mache da jetzt auch keinen Hehl draus. Ich denke mir, yo, so what? Dann warte ich halt ein bisschen, bis YouTube die Ressourcen wieder frei hat. Wahrscheinlich ist Lost Ark schuld. Viele streamen, wie sie in der Warteschleife stehen. So, Maximum Trefferpunkte plus 5. Das haben wir weg, ne? So, dann würde ich sagen, schieben wir hier auch gleich mal ab. So, nee, da muss doch raus. Gab mal einen Blick auf die Map werfen. Ja, wir sind hier, wie heißt die Hütte? Rustikale Holzhütte. Ja, das ist nice, ne? Oh. Auch nice. Au, aua. Hallo. Voll aggressiv, ey, die Pflanze. Danke. Ja, wir bewegen uns jetzt noch einmal hier rum. Und dann machen wir auch einen Abflug. Nein, ja. Schick mal nach Hause, ne? Bitte keinen Angelplatz. Bitte, bitte keinen Angelplatz. Ich habe gerade so wenig Lust auf einen Angelplatz. Ihr glaubt es nicht. Ah, wie kommt das nur? Ja, wer die Angelfolge verpasst hat, ist jetzt natürlich hinten dran. Bist du blöd, gell? Warum leuchtet nur meine Richtung? Ach, ich sag's euch. Mit den Rehen ist auch echt schwierig. Ich sag den Alzheimer, also, lauf in die andere Richtung, wenn ich komme. So, versteckte Hütte. Ich glaube, wir haben jetzt hier eigentlich alles. Soweit. Würde natürlich bedeuten, lass uns nochmal ganz kurz hier lang traben. Würde bedeuten... Hey, bleib hier. So. Würde bedeuten, ich hole euch jetzt an der Grube ab. Und ich bin so gespannt, was uns da erwarten wird. Wir kommen langsam Richtung Grube. Oh, wunderbar. Hier steht noch ein Jeep. Gehen wir mit. Das ist unser Jeep. Ja, 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 ja. Bin gespannt. Warte, wo müssen wir den Schlüssel der Neistecke hier? Verbindungsturm, ich Depp. Ich war irgendwie der Meinung, man kann das da reinstecken. Dem ist aber nicht so. Aber ich glaube, der Verbindungsturm ist nicht so weit weg. Komm, wir machen das schnell zusammen. Ich habe auch ein bisschen geschlafen am Lagerfeuer. 6 Stunden. Nicht auskömmlich, aber immerhin, ne? So richtig wach ist der Nico nicht. Polaristor öffnen. Aha. Das heißt, wir sehen uns gleich dort. Tor 1, 2 oder 3? Es ist auf jeden Fall 1. Danke, ja, 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 ja. Gib mir das Stahl. Dankeschön. So. Mysteriös. Was haben Sie nur damit gemacht? Nix. Wahrscheinlich.
Kann das sein, dass man hier auch schon eine Bewegungsverzögerung hat? Fühlt sich ein bisschen so an. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Sehr gut. Hui. Wieder keinen Schaden gekriegt. Nice. Spieleabend für das Wachpersonal. Diesen Freitag bringt euren eigenen D20 mit. Ja, mache ich. Ich habe zwei davon. Kann ich auch beide mitbringen. Und die haben mega Durst, ne? Also wenn wir die mitbringen zum Spieleabend, dann muss aber auch was aufgeboten werden, so getränketechnisch. Weil D20 will nur gutes Öl, ne? Nicht nur den Scheiß. D20, was auch immer das ist, klingt wie ein Android. Ja, nein. Okay, den sind wir los. Na. Ach, geil. Ja, wie ihr merkt, heute bin ich sehr auf Minen und Granatenwerfen aus. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Ich will zu der Grube. Können wir doch nicht erzählen. Ich muss hier eine Mega-Quest machen. Das ist ganz schön kalt. Ja, der ist betäubt. Ganz schön kalt. Aber guck mal, jetzt geht's wieder. Hä? Ich blick's alles nicht. Au. Geil. okay. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Wollen wir das mal austesten? Wir wissen schon, dass ich dann irgendwo am Arsch der Welt am Lagerfeuer wieder auftauche. Oh, 30 heilt das Ding schon. Geil. Geiler Sound. Wird nicht besser, ne? Okay, da runter kommen wir trotzdem nicht, oder? Ist ja geil mit der Grube hier. Ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da runter? Respektive, wie komme ich denn wieder hoch? Gar nicht, ne? Und wenn wir da runter springen, passiert was? Oh! Hä? Ach, guck mal! Wie bin ich hier rausgekommen? Ja, genau die... Hey, Digga! Die Frage stelle ich mir auch. Hä? Was ist mit dieser Grube nicht in Ordnung? Ja, aber cool. Oder irgendwie, ich weiß nicht so genau. Ist das cool jetzt? Oder ist das schlecht? Ja, ist klar. Wenn du da runterspringst, bist du tot, ne? Ja, wir sind wieder in der Grube. Ich traue mich nur nicht, mich wieder hochteleportieren zu lassen. Bleib auf dem Pfad, folge dem Aufseher, vermeide jeden unnötigen Kontakt mit dem Erdreich. Bring nur zugelassene Gegenstände mit? Was? Pfad? Ja, ich werf bestimmt wieder gegen den Bogen. Ah, so ist besser. Wir sind jetzt hier. Da ist meine Leiche. Scheiße. Diese Grube macht mich irre. Wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf. Diese Grube. Hau ab.
Spackofatz. Oh, ja klar. Ja, diese Grube, diese Stromgrube, die macht mich ein bisschen irre. Weil ich weiß nicht genau, was sie mir sagen will. Lagerfeuer. Nehme ich. Gleich mal Scheiß rauswerfen. Gleich mal hinhocken. Granaten auffüllen. Wir könnten nochmal... Warte. Nekro setze ich mal nochmal hin. Lass uns mal gucken. Wollen wir noch was verbessern? Ich hätte ja noch Lust, ne, was zu verbessern. Hier, komm. So, wir müssen nochmal Titan nachmachen. Tierleckersche. Hammer. Der Würfel ist dann hier auch ziemlich geil, ne? Komm. Wir müssen mal ein paar Kombos ausprobieren. Also ich habe schon Tipps gekriegt hinsichtlich Schadenablenkung. Das werde ich auf jeden Fall auch probieren. Ich nicht vergesse. Ich auf der Agenda-Liste. So. Das Auto will ich. Ist ja klar. Du kommst ja eh nicht raus. Was? Da ist ein Raketenwerfer geschickt. Okay. Ja, wir gucken mal nach einer Tür. Hallo. Boah, hier geht's aber schon zur Sache, ne? Mit Geschützen und Co. Das reicht mir nicht. Geh mir doch auf den Zwirn. Danke. Oh, Eier. Danke. Wenn sie im Essen... Oh, Moment. Kleiner, nackter Freund. Ehrlich. Wenn sie im Essen harte, blaue Körnchen finden, sie sich sofort an das Dekontaminationsteam, egal wie gut sie schmecken. Oh ja, okay. Mmm. Auch geil, Reis. Reis ist nice. Nehme ich. Haben wir was zum Kochen? Außer Reisgerichte. Jetzt lass uns mal gucken. Wir haben 24 Reis. Jo, das ziehen wir durch jetzt. Hier, komm. Zander. Der rote Pilz. 6 Stück. So, und der Zwiebel. 3. Ich muss ein bisschen aufpassen diesmal, damit es nicht so ein Kochdesaster wird wie das letzte Mal. So. Zander-Risotto. Nahkampfschaden gegen Monster plus 2,5. Und wir machen noch Sushi. Sushi. 1, 2, 3, 4, 5. Rote. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, keine Pilze, du Depp. Nekro. Ich weiß, du magst den roten Fisch nicht, aber es muss sein. Und 8-mal Reis. Gegner Sichtweite geschrumpft. 5%. Damit sind wir wieder up to date, was zumindest die Rezepte angeht. Sehr gut. Oh, da kriegen wir gleich Nachschub. Sehr gut. Stoff. 2-mal Gewürze. Auch gut.
Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben doch hier noch einen Kühlschrank. Reifen im Kühlschrank. Finde ich gut. Was haben wir hier? Ja, blaue Kügelsche. Hat doch jeder im Essen. Au, au, au. Das hat mehr wehgetan, als ich wollte. Oh, leck. 30 Heilung. Geil, oder? So, lass uns mal hier die Automaten mitnehmen. Die sind nice. Weiter geht's. Da gibt's eine Quest. Geile Sache. Oh, guck mal, ein Schild. Entschuldigen Sie mal, bitte. Da ist schon wieder dieses Geschütz. Trifft das eigentlich auch? Ne, es trifft die nicht, ne? Oh, leck, das haut mit 40 rein. Oh, weißt du, was du mich kannst? Gerne habe. Guck mal, ich habe geile Verbände. Wir müssen uns um das Raketengeschütz kümmern. Das hat nur so eine scheiß Reichweite. Was? Ihr könnt es auch ein bisschen verarschen, oder? Hallo, schieß doch mal. Nein, aber schieß doch mal auf die Kisten. Kannst. Ah, du kannst nicht, weil ich zu dicht dran bin. Ja, das ist blöd. Hier gibt's ja Zeug, hey. Ah! Eins wollte ich noch gucken. Ein Kommi habe ich gelesen. Man kann scheinbar Bildschirm wackeln. Ohne Witz. Ich habe keine Lust auf das Bildschirm wackeln. Ich kann's nicht so richtig gut leiden. Warum auch? Warum sollte bei dem Vorschlaghammer Bildschirm wackeln wichtig sein und bei anderen Werkzeugen nicht? Ist mir nicht so eingeleuchtet. Danke nochmal für den Kommi. Vielen, vielen Dank. Nee. Den habe ich nicht gesehen. Zu spät gesehen. Ich rechne aber auch nie damit, ne? Ey, das ist aber auch... Nein, nein. Ah, ich wollte mir vorbeischleichen. Okay. Hätte ja klappen können. Wir versuchen es trotzdem. Alter, hau ab. Kann ich mich hier auch durchballern? Natürlich nicht. Ist ja klar. Och, Manno.
Ach komm. Ich wollte mich ja eigentlich, ihr wisst schon, durch die Mauer hauen. Schade. Okay, komm. Wir gehen außen rum. Alles gut. Und hier machen wir auch den Trecker weg. Mal gucken, was der an Ressourcen bringt. Ja, kann sich sehen lassen, ne? Finde ich gut. Was steht hier? Bergbauausrüstung muss jederzeit gesichert sein. Trage immer einen Schutzhelm. Jedes Klasse M-Ereignis muss dem zeitlich nächstgelegenen Aufseher gemeldet werden. Was ist ein Klasse-M-Ereignis? Ist das jetzt ein, Klasse-M-Ereignis. Was ist denn das da? Nein, den will ich noch nicht anmachen. Lasst uns erstmal hier schauen. Lesen. Befrage Dr. James wegen des Stabilitätsproblems des blauen Gesteins. Ich schicke niemanden mehr in diesen Todestunnel. Oh, dann lässt das bleiben, ne? Ich räume derweil deine Butze aus, mein Freund. Gott, wir haben schon wieder so viel auszuräumen. Brutal. So, was haben wir hier? Offenbar schmecken gemahlene Mana-Partikel sehr gut zu Reis und Curry. Und ja, so nenne ich das Zeug. Mana-Partikel. Warum nicht? Wir müssen noch an die Leiche kommen, die da oben auf dem Plateau ist, ne? Die Testergebnisse deuten auf einen allgemein zensiert Totalausfall in zensiert Wochen hin. Empfehle die sofortige Zensur von Zensur. Ich empfehle zensiert und übrigens total zensiert, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich gut. Keiner weiß, wovon hier gesprochen wird. Aber der Doktor schießt mich tot, der scheint ja ein Käpsele zu sein, ne? Der weiß alles. Der weiß auch, dass wir wissen, dass wir es wissen. Ja, kommt ihr noch mit? So, was haben wir hier? Zensiert. Kann die zensiert Strömung beeinflussen und damit theoretisch als zensiert verwendet werden. Oh, leck mich doch. Zensiert. Was haben wir hier? Grundlagen der Fabrikatortechnik. Mit Fabrikatoren kannst du Gegenstände direkt aus dem Rohmaterial herstellen. Wirf den Fabrikator an. Benutze den Fabrikator, um Gegenstand zu fabrizieren. Angeworfen. So, nun. Ich kann eine alte Taschenuhr herstellen. Geil! Ein Präzisionsuhrwerk, das die verstreichende Zeit anzeigt. Der Mechanismus scheint in Ordnung zu sein, aber sie läuft trotzdem zu langsam. Zeitmodifikator minus 25. Jo, komm. Geschenkt. Gepäck. Wo kann ich denn die hinmachen? Ah, da ist die Uhr. Okay. Brauche ich gerade nicht. Nice, dass es das gibt. Kann ich noch was anderes herstellen? Nee. Schade. Ich hätte ja gern was anderes hergestellt. Und ich glaube, die Uhr hat was mit diesem Loch zu tun, ne? Ich weiß nur noch nicht, was. Aber in Anbetracht der Zeit
glaube ich, werden wir das gemeinsam herausfinden und zwar in der nächsten Folge. Ich würde zwischen den Folgen hier mal den ganzen Killifit abbauen, den es hier so gibt. Und dann widmen wir uns nochmal hier dem Stromloch des Todes. Und dann gucken wir mal. Ich bedanke mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt gesund, genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao.